Wir befragen Frau Oberärztin Dr. Silvia Adner, die seit 25 Jahren an der geburtshilflichen und gynäkologischen Abteilung im Hanusch-Krankenhaus in Wien tätig ist, zum Thema Sexualität nach Brustkrebs. Vielleicht für unsere Zuseher sehr interessant, Frau Oberärztin Dr. Silvia Adner hat vor 15 Jahren gemeinsam mit Herrn Professor Stierer am Hanusch-Krankenhaus das Brustkrebszentrum mitbegründet. Frau Oberärztin Dr. Adner, Ihr Thema lautet für diese Expertsonturreihe in Wien Sexualität nach Brustkrebs. Meine eingängliche Frage wäre, wann wird denn Sexualität ein Thema für eine betroffene Patientin? Naja, nach der Diagnose Brustkrebs ist für die meisten Patientinnen das ein immenser Bruch in ihrem Selbstbildnis, in dem Körper selbst, in dem, dass man eigentlich ein Grundvertrauen im Leben hat, mir passiert sowas nicht. Und in dieser ersten Phase ist Sexualität kein vordergründiges Thema. In der ersten Phase ist eher das Thema, wie überlebe ich, was kann ich dazu tun, dass ich den Krebs besiege, was können Sie mir anbieten, dass wir den Krebs besiegen, und das ist sozusagen, das ist das erste Thema. Und erst nach Abschluss der Ersttherapie, mehr oder weniger nach Strahlentherapie, und wenn die Normalität wieder einkehrt in das Alltagsleben, dann stellt sich dieses Thema in einer gynäkologischen Sprechstunde zum Beispiel oder in einer onkologischen Sprechstunde. Worauf muss sich eine Patientin denn einstellen? Mit welchen Beeinträchtigungen muss sie rechnen und wie kommunizieren Sie das? Also zuerst steht meist eine Operation in den Therapieoptionen des Brustkrebs, und da muss sich die Patientin zumindest mit einer Narbe einstellen. Also eine Narbe in ihrer Brust, die vorher unversehrt war und die manchmal eben sehr belastend sein kann. Das ist zumindest der Tribut, der zu zahlen ist, wenn man eine Operation an der Brust vornimmt. Für uns Experten ist das natürlich eine ganz wichtige Option, dass wir die Brust erhalten, weil natürlich die eigene Brust immer das Allerbeste ist. Für die Körperempfindung, für die Sensibilität, für das Spüren, für auch als, ich würde sagen, wo die Brust als ein Sexualorgan gilt. Wenn wir die Brust entfernen müssen, was wir manchmal so in so 20% der Fälle doch tun müssen, gilt es auch, zumindest ein sehr schönes Ergebnis oder ein sehr schönes operatives Endzustand zu schaffen, oder eben all unsere Rekonstruktionsmöglichkeiten, die wir haben. Und da gilt es auch, bestmöglich eine sehr schöne Brust zu hinterlassen, wo die Frauen natürlich auch in der Empfindsamkeit sehr gestört sind. Es sind Narben, es ist nicht die eigene Brust. Und die Sensibilität kommt erst nach Jahren zurück, aber sie kommt zurück. Langsam. Das ist sozusagen für die Operation, Und dann gibt es natürlich für jede Frau eine begleitende, adjuvante Therapie, die Chemotherapie beinhalten kann oder eine Antihormontherapie beinhalten kann oder auch eine Immuntherapie beinhalten kann. Und das macht natürlich auch nicht nur eine wunderbare Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen, worunter die Frauen teilweise sehr, sehr stark leiden. Und das kann auch eine Beeinflussung in der Sexualität bewirken. Was sind diese möglichen Arzneimittelnebenwirkungen, die einen Einfluss auf die Sexualität haben? Naja, es kommt zum Beispiel bei der Chemotherapie kommt es zum Haarverlust, was sozusagen für die meisten Frauen eine Attraktivitätseinbuße bedeutet. Es kommt zum Fatigue-Syndrom zum Beispiel, das ist so ein Erschöpfungszustände, die dann auch eine Libido-Verlust beinhalten und wo auch sozusagen aufgrund der Erschöpfung, die bis zur Depression gehen kann, das Interesse an der Sexualität ganz abebbt oder nur sehr gering vorhanden ist. Dann die Antihormontherapie, der Östrogenwirkung der eigenen Sexualhormone kommt. Also es kommt zu einem Östrogendefizit der Frau mit allen Nebenwirkungen, die da meist sind, menopausale Beschwerden, also klimakterische Beschwerden. Das bedeutet Hitzewallungen, das bedeutet vor allem, was die Sexualität betrifft, Trockenheit der Scheide, also ein unangenehmes vaginales Missempfinden. Und das bedeutet auch Schlafstörungen, das bedeutet
auch Erschöpfungszustände. Aromatasehemmer in der Antihormontherapie bewirken wahnsinnige Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, die auch sehr beeinträchtigend sein können für die Patientin. Alles zusammen macht das durchaus sozusagen einen Einfluss an die Sexualität der Frau. Und es ist vor allem, trauen sich meistens die Frauen nicht das Ansprechen. Sie denken sich, naja, jetzt habe ich Brustkrebs gehabt, ich habe jetzt das Glück, dass ich den überlebt habe und ich kann jetzt nicht auch noch sozusagen völlig unbeeinflusst in der Sexualität leben. Also sie empfinden diesen Anspruch fast als übermäßigen Luxus, aber er kommt. Und wenn wir ihn ansprechen, wir als Ärzte, die wir die Frauen betreuen, wird die Frau sehr dankbar sein. Sie sagen, dass Sie können das ansprechen, Sie können sie informieren. Und können Sie ihnen dann auch helfen, dass Sie sagen, Sie können unterstützend mit gewissen Medikamenten eine Hilfestellung bieten? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, also es gibt Möglichkeiten. Es gibt natürlich, sind uns die Hände gebunden. Wir können keine Östrogene, wir können keine Hormonersatztherapie geben bei Brustkrebs. Und da können wir eigentlich nur in die, also großteils komplementärmedizinischen Medikamente und Wirkstoffe übergehen, die allerdings auch sehr gut helfen. Also sie machen zumindest eine immense Verminderung des Leidensdrucks. Ja. Es gibt zum Beispiel gegen die Trockenheit der Scheide gibt es jetzt nicht nur Hormonzäpfchen, sondern auch Vaginalzäpfchen mit Hyaluronsäure, die durchaus einen gewissen Feuchtigkeitszustand, eine gewisse Elastizität der Scheide und auch wunderbare Durchblutung und auch dieses Missempfinden kann damit sehr gering gehalten werden. Das wäre zum Beispiel eine Option und es gibt auch Studien, die belegen, wo man sagt, lokale Hormontherapie, also kurzfristig Scheidenzäpfchen oder Scheidencreme kann auch angewendet werden. Es können natürlich auch für die Kohabitationsbeschwerden Vaginalgels insgesamt verwendet werden. Also das wäre zum Beispiel etwas, was man anbieten kann, dass die Patientin nicht Schmerzen bei den Ausüben der Sexualität hat, sondern dass das eben schmerzfrei bzw. wo auch Lustempfinden möglich sein kann. Für die anderen Antihormontherapie-Nebenwirkungen gibt es selbstverständlich auch eine Menge homöopathischer, pflanzlicher Wirkstoffe, die auch gern genommen werden. Und wenn man die Patientin darauf anspricht, geben fast 80% der Frauen zu, dass sie dann irgendwelche von anderen Frauen angebotenen oder informierten pflanzlichen Medikamente auch nehmen. Also man braucht sie nur darauf ansprechen.